Alle Kinder Bueno-Fans, aufgepasst! Ich habe heute das perfekte Rezept für euch. Und zwar bereiten wir diese leckeren Kinder Bueno Haselnuss-Desserts zu. Die sind wirklich unglaublich lecker und ganz einfach zu machen. Und die eignen sich auch perfekt für eine Candy Bar. Das heißt auch ein Rezept für meine Candy Bar-Reihe. Wir fangen jetzt sofort mit den Zutaten der Zubereitung an. Und zwar bereiten wir zuerst eine Haselnusscreme zu. Hierfür benötigen wir Mascarpone, Schlagsahne, Haselnusscreme und gemahlene Haselnüsse. Und für die Zubereitung einfach alle Zutaten in eine Schüssel hineingeben und cremig aufschlagen. Achtet hierbei bitte darauf, dass alle Zutaten eiskalt sind. Das heißt, Mascarpone und die Schlagsahne müssten wirklich eiskalt sein. Und so können sie sich nämlich am besten verbinden und auch aufschlagen. Und für die Nutella-Creme benötigen wir dann noch Mascarpone, Schlagsahne und Nutella. Auch hierbei dasselbe Prinzip, sehr gut aufschlagen. Und dann könnt ihr die jeweiligen Cremes schon mal in separate Spritzbeutel mit einer beliebigen Tülle füllen. Ich habe eine Sterntülle verwendet. Zum Schichten benötigen wir jetzt noch Manna-Waffeln, und zwar mit einer Haselnussfüllung. Die habe ich in einer Küchenmaschine zerkleinert, also fein gemahlen. Und das geht wirklich ganz schnell. Und dann kann es auch schon anfangen mit dem Schichten. Und zwar benötigen wir entweder Gläser oder aber Mini-Desserts. Die Mini-Dessert-Förmchen, also Becher, kann ich euch auch gerne unten in der Infobox verlinken. Die eignen sich nämlich perfekt für eine Candybar. Jetzt könnt ihr die gemahlenen Waffeln sowie die zwei verschiedenen Cremes abwechselnd in die Gläser schichten. Und zu guter Letzt wird das Ganze dann noch mit geschmolzener Haselnusscreme, Nutella sowie Bueno-Stückchen und Haselnüssen garniert. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schon mal schmecken. Vor dem Servieren sollten die Desserts noch für mindestens eine Stunde kühl gestellt werden und dann könnt ihr sie auch schon vernaschen. Natürlich findet ihr die Mengenangaben zum Rezept wie immer unten in der Infobox. Die habe ich euch natürlich aufgeschrieben, sowie die anderen Sachen auch verlinkt, sowie die Dessertbecher. Und jetzt noch ein Tipp von mir. Falls ihr die Desserts für eine Candybar zubereiten möchtet, könnt ihr sie gerne eine Nacht vorher zubereiten, also das heißt am Vorabend, vor der Feierlichkeit, vor dem Fest. Und achtet bitte nur darauf, dass ihr die Bueno-Stückchen oben drüber als Deko erst am nächsten Tag frisch drauflegt. Ansonsten kann es nämlich sein, dass die Buenos einweichen und das würde dann nicht so toll schmecken und natürlich auch nicht so toll aussehen.